Hallo, Royal Brescher, Stadt Mainz, Dio und Tesla, dahinter die zwei Starter und Tim Schauer. Weiter geht's mit der 4, Campino und Rick Wester. Achtung, was für ein 1, Mann, 4. Lucia und Jan Zeisling. Takaya Viking Mika, Mario van Doyewerts, direkt daneben die 3 Safira Beda, Thomas. Auf Royal Pressure auf dem Vorhang Stakaya Kimika wurde jetzt ebenfalls von der Relatur disqualifiziert. 500 Meter sind zurückgelegt als 19-Jährige. Die erste Zwischenzeit aus dem Postmeer weiter mit dem Versuch an die Spitze zu kommen und das gelingt jetzt auch mit dem Wagen. Postmeer jetzt kommen, dann etwas Zeit allein an der Außenseite Royal Pressure. Dann hier wird jetzt mit Bruno Mirren, Hattrick hat er gesagt, ja, ich hab's gehört. Also Hattrick für den Stall Germania zum virtuellen Folge jetzt hier. Die letzten drei Rennen gehen allesamt an das Ehepaar Lena, Michael und Schekine. Michael, komm vor! Das fährt so nahe, kein Bock. Katrin Kirchmeier-Schulz, auch da natürlich die besten Grüße. Und damit wird die Schulte von Wolfgang. Ja, bei der Siegerehrung begrüßen wir Yves Vogt unter anderem und William Holt. Das ist Gary Secret, über den wir gleich noch ein bisschen mehr erfahren werden. Euch erstmal herzlich willkommen. Ihr haltet auch beim Regen hier aus, aber ihr habt auch die besten deutschen Fahrer kennengelernt. Und der hat jetzt von der aktiven Seite das Abschlusswort im Interview mit Christoph Pillander. Genau, wir wollen auch schnell mit dem Siegfahrer sprechen, Michael Garetta. Der begann super, er endet super. Die Rennen zwischendurch, die wollen wir ausblenden. Aber jetzt zum Abschluss nochmal wirklich eine tolle Leistung von Kosmo. Erster Sieg und sicherlich nicht der letzte Sieg für eine tolle Studie in diesem Jahr. Nein, wirklich, sie hat
Qualifikation schon viel Talent bewiesen und letztes Mal, wie du auch vorab schon gesagt hast, das lief sie in die Klasse höher, lief auch schon 16 gegen ein älteres Fett stark durch. Das hat sie aber auch nochmal richtig gefördert und weitergebracht und heute hat sie das Pensum selber vorne leicht runtergespült. Wie geht so ein Retter für euch zu Ende? Waschen, die Klamotten, die Wagen, du selbst, da hat man ein bisschen was zu tun, oder? Ja, so ist es. Jetzt ist man froh, dass alles dann halt erstmal wieder im Stall ist. Und wie du schon angesprochen hast, jetzt wird alles sauber gemacht, alle Pferde versorgt und verlebt man alles und guckt, dass man mal wieder gut nach Hause kommt. Fazit, Bildrenntag 2023, tolle Geschichte. Auf jeden Fall, ganz toll, auch jetzt, wenn man sieht, auch mit dem Regen zwischendurch, die Leute sind noch da. Also Lob an den Rennverein, Lob an die Zuschauer, Lob an euch. Ich glaube, es hat Spaß gemacht für uns Fahrer hier zu stehen, für Besitzer hier zu stehen und auch an den Fernsehern, glaube ich, es war ein rundum gelungener Rennen. Das war's und das Lob nehmen wir gerne mit. Vielen Dank an dich, lieber Michael, und vielen Dank an Sie vor Ort für den letzten Siegerapplaus. Der darf mal richtig laut ausfallen für Klaus Lea und Michael Intig. Die letzten Sieger des heutigen Tages gehen raus aus dem Winner Circle und wir haben es gehört. Großes Kompliment auch an Sie alle und wir haben noch zwei Prominente hier bei uns am heutigen Tage. Und zwar freuen wir uns auf Ivo, unter anderem bei Bachelor in Paradise mit dabei gewesen. Du wolltest den Bachelor haben, wollte ja nicht den haben. Das ist ein Fetter. Das ist ein Riesensauerer. Aber ich habe eine gute Nachricht, ja, der ist Secret. Hat dann gesagt, wenn der Bachelor zu doof ist, dann nehme ich diese wunderbare Frau. Ist es so? Genau, ich war der neue Bachelor und ich dachte, ich glaube, die Rose habe ich mehr gewürdigt und ja, die Rose ist dann die richtige Frau bei mir. So, jetzt seid ihr ein Paar und macht beide auch interessante Dinge, nämlich sogenannte Couple-Videos. Ich habe auch gedacht, Moment mal, Couple-Videos, was ist das? Ja, das sind gemeinsame Videos, die machen uns immer lustig oder nehmen gewisse Kommentare relativ humorvoll und ja, mit uns dann Spaß drauf. Also Beziehungsvideos quasi das, was man zu Hause eigentlich immer erlebt, aber keiner hat das bislang nach draußen gesagt. Ihr sagt, bei uns ist alles durchaus offen, dass wir eben auch unsere kleinen Kappeleien eben der Menschheit eher bringen wollen. Ja, ich meine, also wir haben es ein bisschen auf TikTok verfolgt, weiß ganz genau, dass wir da sehr, sehr viele schlechte Kommentare bekommen haben. Einfach da aus dem Grund, weil die 24 nicht 18. Aber aus dem Grund wollen wir das ein bisschen normalisieren und zeigen das einfach. Und nehmen das Ganze mit Humor und probieren einfach dementsprechend allen Leuten zu sagen, hey, auch 6 Jahre tun nichts und wir schaffen es auch wieder. Definitiv, meine Frau ist auch älter. Also von daher, ich finde das ist eine tolle Wahl, ihr seid ein tolles Pärchen. Bitte bleibt lieb zueinander, wir verfolgen euch weiter im verrückten Internet. Und jetzt gibt es noch einen Kuss und dann sind wir alle zufrieden. In diesem Sinne, guck mal, der Renntag endet mit Liebe. Christoph, schöner könnt ihr doch zu dir gerade überleiten. Also uns ist ein